Uglu! Tanksam! Ja, komm, geht zu Ende, Lied. Deine Klappe, Junge. Merhaba, assalamu alaikum, ich bin's. Nein. Keiner guckt, alle schlafen. Danke, dass du oben bist. Hab dringend Aufmunterung benötigt. Ich auch. Bitte. Heute müsst ihr mich mal im Arm nehmen. Ich bin's, euer wehleidiger Kusch, Alter. Haben sie die freie Tage genossen, sind sie gut drauf, Herr Kusch. Ich freue mich, dass sie wieder da sind und wir haben ihre abendliche Unterhaltung genießen dürfen. Ungefähr so, die letzten, eigentlich seit Montag. Aber ist nichts Schlimmes, ist einfach nur der Schlafrhythmus. Ist einfach so, dass ich um 21 Uhr schon einpenne mittlerweile. Das heißt, ich werde vorher schon müde. Und dann denke ich so an euch. Denk mir so, yo, wie willst du das heute Abend schaffen, Alter? Wisst ihr, was ich meine? Aber guten Tag, hallo. Hallo, hallo. Wie geht's? Ja, genau, Bucky, du sagst es. Das ist halt echt nicht einfach, ne? Das war mal einfacher, das zu reparieren. Muss ich ehrlich zugeben. Jeder kann mal eine Umarmung gebrauchen. Komm, Chat, wir umarmen uns alle. Außer Güffi, der geht nie duschen. Aber bald, der geht nämlich zur Bundeswehr. Komm, wir umarmen uns alle. Auch das wird sich wieder verschieben. So Zeiten gibt's ja. Ich glaube, jeder Gamer kennt das, ne? Also ich habe das schon sehr oft in meinem Leben, aber noch nie war das so schwierig wie jetzt gerade, Alter. Das passt einfach nicht mit den Streaming-Zeiten zusammen, ehrlich. Ich bin morgens um 7, 8 Uhr schon wach. Und hochmotiviert. Ich habe sogar daran gedacht, so morgens zu streamen, aber Bruder, was willst du da machen, Alter? Willst du auf Erdbeerfeld gehen? Was die anderen da machen? Ich war sogar einmal morgens unterwegs. Mit dem geilen Pete, den ich kennengelernt habe im RP. A.k.a. Güffi, der jetzt auch mit einem Dings unterwegs ist, mit einem Skin. Junge, den müsst ihr euch reinziehen, Alter. Junge, Güffi, das ist der größte Trottel. Fühle ich 21 Uhr Pumpe, morgen 3, 4 Uhr. Ja, ist so, oh mein Gott, war Witz, oh, ohne Witz. Nicht nur, dass das den ganzen Streamingplan durcheinander wirft. Alter, mit mir kannst du nichts anfangen, ne? Ich bin eine Heulsuse, muss ich zugeben, ehrlich. Ich bin absolut wehleidig. Also, wenn es um sowas geht, bin ich wehleidig, Alter. Ich lag hier gestern im Bett, das war, boah, lass mich lügen, 18 Uhr oder so. Und Schwester Kusch war hier oben, Alter, und mein Schwager, alle waren da und die ganze Zeit, ich habe nur rumgeheult, die ganze Zeit. Und die sagt so, ja komm, du hast Motivation, let's go. Und ich so, Junge, mich kannst du in eine Tonne kloppen, Alter. Ich, ehrlich, ohne Witz, mich kannst du absolut in eine Tonne kloppen, wenn es darum geht. Depression? Nein, ich weiß, wie sich Depressionen anfühlen. Ich hatte schon depressive Phasen. Das ist einfach der Schlafrhythmus. Das ist einfach die innere Ruhe ist im Arsch. Absolut kaputt. Uff, Basta. Ja, ja. Ich habe ja keine... Okay, Depressionen. Ich will ja keinen Depressionstalk hier machen, aber... So, ich bin nicht traurig oder so. Das ist einfach nur... Kennt ihr das Gefühl, ihr seid absolut müde, aber ihr könnt nicht schlafen? Und ihr hängt so wie ein Schluck Wasser, so fühle ich mich dann. Jetzt gerade, es geht noch, aber das wird gleich schlimmer. Das werdet ihr schon mitbekommen. Es kann sein, dass ich auftaue im RP, weil das lustig ist. Und mehr Blut durch mein Gehirn pumpt. Das kann aber auch sein, dass ich gleich absolut mad werde, Alter. Jeden Abend, ja. Zolpidem, Bruder. Ich will keine Tabletten nehmen, ey. Das reicht mir schon, dass ich, Ich habe sogar mit dem Teil darüber gequatscht, Alter. Könnte ich das sogar hinterm Stream mit dem Teil darüber gequatscht. Weil ich habe den gefragt, Bruder, wie machst du das, Alter? Junge, du streamst morgens 7 Stunden WoW. Dann gehst du für ein paar Stunden offline, Alter, und klatscht abends nochmal 10 Stunden bis tief in die Nacht GTA. Wie machst du das? Alter. Der hat gesagt, nachdem der da im Krankenhaus war und so, kriegt der Vitamin D-Tabletten verschrieben. Oder hat er verschrieben bekommen, auch allgemein so wegen Corona, ne, weil du nicht viel unterwegs bist und Lockdown und so. Die habe ich mir jetzt auch geholt. Schon 2 Stück genommen.
So, aber ich möchte, auch wenn das Schmutz ist, weil Vitamin D durch Sonne und so, ich bin nicht so der Tablettenfan, bin ich ganz ehrlich. Überhaupt null. Ich nehme nicht mal Kopfschmerztabletten, wenn ich welche habe. Ich hasse das einfach. Ich lese sofort vor und hallo übrigens. Nicht mich auf mich böse sein. Halte dich eine Woche bis 2 Uhr wach, wenn du danach gegen 12 ein Uhr pennen gehst, ist wieder alles gut. Ja, Schattenwolf, das ist leichter gesagt als getan, ne? Schmeiß die Kippe weg. Schmeiß du mich weg, Junge. Das geht nicht so einfach. Ihr kennt das, einige von euch werden das kennen. Das hat auch viel mit Disziplin zu tun. Was geht ab, Paul? Das hat auch viel mit Disziplin zu tun und mit Verantwortung übernehmen und. Aber manchmal kickt er den Kopf, bin ich ehrlich. Manchmal habe ich dann, was weiß ich, fange ich dann Guild Wars an zu zocken irgendwann mal. Und dann bin ich mal bis 5 Uhr morgens unterwegs und dann nächsten Tag bis 6 Uhr und dann bis 7 Uhr und dann bis 8 Uhr. Und irgendwann ist die in der Ruhe am Arsch. Ich finde, umso älter man wird, umso schwieriger wird das mit dem Wachbleiben und. Aber heißt das nicht, je älter du wirst, umso weniger Schlaf brauchst du? Also ich brauche ganz viel. Ich bin Winnie der Pooh, Alter. Kenn ich zu gut. Ich bin müde und zocke einfach weiter bis in die Nacht. Bei mir ist aber das Problem Day Night, ich kann gar nicht einschlafen, außer ich bin endlos. Ich bin todesmüde, aber ich kann nicht schlafen. Aber ich gehe nochmal zum Arzt. Ich guck nochmal. Vielleicht stimmt irgendwas nicht. Ich lasse das einfach nur mal gegenchecken. Ich kann mich ja auch irren. Ich sage, ja, das liegt am Schlaf. Vielleicht habe ich ja doch irgendwas. Irgendeinen Mangel oder so ein Shit. Außer der Bewegungsmangel. So, lass mich mal runterscrollen. Das Lied ist kacke als Maul. Hallo, danke schön. Du bist aber am 18. Liebe du Lugner. Ich bin kein Lugner. Aber dankeschön. Und Fabian Lars, danke schön für den Prime am 8. Scheiß Abo-Falle, Lüge. Kid Kush, ich weiß genau, dass du Kidboy bist und dich umbenannt hast. Und du bist nicht mein Sohn. Da machen wir einen Vaterschaftstest, Junge. Aber danke für den Prime im 8. Du mein Lugner bist du. Fängt ja gut an. Vielleicht hat das sowas eine physische Ursache, gehört das. Bei mir ist das eher so eine Kopfsache. Ich bin. Ja, doch, wenn ich ehrlich bin, seitdem damals so. Keine Ahnung, was das war, dieser ganze Stress. Burnout? Vielleicht eine Art von Burnout oder so. Bin ich echt nicht mehr so stressresistent, sag ich mal. Das hat auf jeden Fall Spuren hinterlassen. Und da wir ja abgemacht haben, als ich angefangen habe, wieder zu streamen, da hatte ich gesagt, yo, diesmal nehme ich mir die Pausen, wenn ich merke, da stimmt irgendwas nicht oder mir nicht gut geht. Nicht so wie damals. Das musste ich meiner Schwester auch erklären. Ich fühle mich gerade wie ein kleiner Junge, ne? Egal. Das musste ich meiner Schwester auch erklären, dass damals, dass ich das nicht gemacht habe. Da haben alle geschrieben, yo, geh mal Urlaub machen und nicht so, nö. Ich bin sogar online gekommen, als ich Dings hatte, gar keine Stimme hatte. Ich bin einfach immer online gekommen. Werde ich das dieses Mal aber tun? Ich habe zwar ein bisschen schlechtes Gewissen, aber trotzdem. Das habe ich ja auch bei Twitter gestern geschrieben, ne? Wenn ich jemanden enttäusche, weil er vielleicht wartet, tut mir leid. Tut mir leid. Aber geht manchmal nicht anders. Ein paar Tage auf dem Bau arbeiten und man schläft wie ein Baby, das glaube ich, Alter. Alpino, Dankeschön für den Wiesab im 33. Monat. Keku Speak. X Devius, Dankeschön für den Prime im 5. Maximax, Dankeschön für den Prime im, ebenfalls im 5. Ne, warte mal, Alpino im 33. Devius im 5. Alter, egal. Und Maximax, Dankeschön für den Prime im 14. So, jetzt haben wir wieder. Jetzt bin ich wieder auf Spur. Bucky, Dankeschön für den Resub im 30. Monat und Kuss zurück. Und GD7 Lunatic, Dankeschön für den Resub im 6. Merci. Verfolgst du irgendeinen Sport aktiv? Nein, gar nichts. Absolut gar nichts. Momentan sowieso nicht. Best Fanatic, Dankeschön für den Prime im 19. Virus, Dankeschön für den Resub im 7. Und zurück. Und Eisen, Dankeschön für den Resub im 47. Alter. Eieiei. Fast 4. Ja, oh. 47 Monate. Achte auf dich, dann klappt das schon. Tue ich. Ich krieg das schon hin.
Goldscorp, Dankeschön für den Resub im 44. Monat, Stufe 2 sogar, Mann. Das ist der Hogwarts-Sub. Vielen lieben Dank, Buddy. Daniro, Dankeschön für den Resub ebenfalls im 47. Monat. Junge, wie lange bin ich schon Partner, Alter? Was ist das für eine dumme Frage? Ich sehe das doch. Ich lese das doch, Alter. Alina, Dankeschön für den Resub im 24. Monat. Hallo, Atari. Und Tukulu. Im Endeffekt ist es doch für alle viel schöner, wenn du mal frei machst, als wenn du gar nicht mehr kommst. Also die jetzige Situation ist tausendmal besser, als gar nichts von dir zu hören. Danke, Sam. Das Problem ist einfach, was heißt das Problem? Das ist einfach in meinem Kopf. Ich weiß, dass 99% von den Leuten, die jetzt zugucken, das verstehen, wenn ich sage, yo. Weil ich das einfach ehrlich kommuniziere. Wenn ich keinen Bock habe, dann sage ich, yo, ich habe heute keinen Bock. Wenn es mir nicht gut geht, sage ich, yo, mir geht's nicht gut heute. Es gibt aber trotzdem immer mal wieder so Leute. Vielleicht nehme ich das doch zu persönlich oder lasse da mich ran, was ein Fehler ist, die der Meinung sind, dass ich denen gehöre und gefälligst kommen muss, wann immer die nach mir verlangen. Und denen ist das egal, ob es mir gut geht oder schlecht geht. You know? Ja, ich weiß, dass das ein Fehler ist. Aber das ist auch schwer abzulegen. So, Alina, Dankeschön und Tukulu. Mike, Dankeschön für den Prime im 25. Ghost for 20, Dankeschön für den Stufe 3 Resub im 25. Monat, tagsam. 719 Ghost for 20 übrigens. Mattes, Dankeschön für den Prime im 33. Monat mit Hypers. Mr. Game Ass, Dankeschön für den Resub im 8. Monat und Tukulu. Und Crazy Joker, Dankeschön für den Resub im 24. Monat, ohne Nachricht. Genau wie beim Faxi, Dankeschön für den Resub im 37. Monat. Screwholic, Dankeschön für den Resub im 35. Monat. Schmackomatz, danke für den Prime 16. Real Enox, danke schön für den Prime 4. Juri, mit dem ich die letzten Tage sehr viel Zeit verbracht habe, genau wie mit Slava, morgens vor allem, wenn wir topfit waren. Danke schön für den Wissam 6 Monate. Nimm meinen Zap und bück dich. Junge. Ultras, vielen lieben Dank für den Stufe 2 Resub ebenfalls im 46. Monat. Das ist eine echt krasse Zahl, Alter. Wieder der Hogwarts Zap, danke schön. Virus Vanni, Dankeschön für den Resub im 21. Monat. Der Full Metal, danke für den Prime 22. Sven Zielinski, Dankeschön für den Resub im 17. mit Hypers. Mr. Roland, Dankeschön für den Prime im 16. Das werde ich nicht vorlesen. Das kann ich nicht. Junge, da brech ich zusammen, Alter. Spoon, vielen lieben Dank für 5 Gifted Subs, Mann. Dankeschön. Könntest du, wann kommt eigentlich dein erster Poolstream? Haben wir schon hinter uns. Aber RP-Pool-Stream. Relike, Dankeschön für den Prime 6. Beunzi oder Boinzi, Dankeschön für den Prime 20. Und Tausi, Dankeschön für den Prime 15. Tinkepäckchen, na klar, teil aus. Und Tausi immer schön mitschreiben. Schönen Ramadan, Alter. Ich hab übertrieben Hunger, ich Fettsack. Bruder, übertreib nicht, Alter. 2 bis 3 Mal die Woche joggen gehen, hilft auch schon. Ja, Atari, ich weiß. Aber... Da ist so Fernbedienung greifen und Bettling und Netflix chilliger als, weißt du, was ich meine? Mist verpasst. Wann war denn das? Ach, das war nach dem Partystream. Übrigens, Info. Ich glaube, Da Vinci, dem Da Vinci geht es auch nicht gut, Alter, was ich so gelesen habe auf Twitter. Auch wegen dem Lockdown und so. Ich glaube, es wird bis nächsten Monat irgendwann keine Videos erstmal mehr geben auf YouTube. Weil da nimmt sich, ach, Da Vinci, Alter Junge. Wisst ihr, was ich jetzt meine? Merkt ihr das? Wie ich drauf bin? Ich bin am Arsch gerade, Alter. Da Vinci nimmt sich eine Auszeit von dem ganzen Internetgedöns. Ich glaube, der dreht langsam durch in seinem Kabuff. Es wird auf jeden Fall keine Videos erstmal geben. Aber sei es ihm auch gegönnt. Kann ich verstehen, alle drehen durch. Ist nicht einfach. Poniel, Dankeschön für den Prime 6. Alter Schwede, Junge. Für den Prime Sub im 6. Monat. Und Kuss zurück. Verzeiht mir, ich bin einfach neben Spur, Junge. Ja. Und Senses Pain, Dankeschön für den Stufe 3 Resub im 14. OG for Life. Ist so. Merci, Stufe 3. Und im 14. Danke. Da Vinci hat genug Mula gemacht. Ja. Eh nicht. Der dreht durch, was ich so gelesen habe bei Twitter, was er geschrieben hat. So, er möchte einfach mal wieder mit seinen Freunden im Garten chillen und ein bisschen grillen und so. Ist normal, ne? Ich meine, wer will das nicht hier?
Jeder dreht ab bei dem Dr. Cohn, aber das stimmt allerdings. Mr. Anonymous, wer auch immer du bist, warum schreibst du nicht deinen Namen dazu, Bruder? Vielen lieben Dank für 24 Dollar. Eingekauft, Tinkepäckchen für den Chat mit der Nachricht. Kauf dir ein bisschen Milch mit Rauchgeschmack. Milch mit Rauchgeschmack. Boah, ich glaube, ich bin zu dumm, da gerade zu checken, Alter. Was ist Milch mit Rauchgeschmack? Dankeschön übrigens. Na, vielen lieben Dank. Herr Anonymous hat die Tinkepäckchen-Kasse aufgefüllt für euch, Chat. Stört mich alles nicht, ich habe eh keine Freunde. Ah, Whisky. Whisky? Aber warum Milch? Boah, ich bin so verklatscht, ne, Alter. Oh, oder Witz, Junge. Ich hoffe, dass das gleich besser wird, sonst wird das echt unangenehm heute. Deldros, ich bin dein Freund. Komm, wir gehen grillen irgendwann. Wir machen irgendwann Community-Treffen. Jetzt chillen wir uns am Rhein mit so Dings. Diesen hässlichen Grill von der Tankstelle, Einweggrill. Du hängst so, Junge, geschlafen. Nix da. Junge, hier wird durchgezogen. Ich bin fast nur noch am Arbeiten, weil ich hier zu Hause sonst durchdrehe durch die Einschränkung durch Corona. Yo, fix. Ich erlebe das hier zu Hause auch mit. Bei meinem Schwager und so. Mein Schwager war sein Leben lang nur arbeiten. Und das ist das erste Mal in seinem Leben, wo der so eine längere Pause hat. Wo der nicht arbeiten gehen kann, weil Restaurant und so geschlossen ist und der dreht komplett am Rad, Alter. Meine Schwester ebenfalls, genauso. Sag mal, du WoW Classic Streamer, willst du in TBC reinschauen? Nein, werde ich nicht, ich habe große Angst vor dem Spiel. Das letzte Mal, als ich WoW angefangen habe zu streamen, habe ich ein Jahr gedodged danach. Das ist nicht gut. Bobo Bär, Dankeschön für den Prime Sub im 11. und Dragex, Dankeschön für den Prime im 3. Mahlzeit und Tukulu. Und Kölsch, Dankeschön für den Resub im 8. Kuss zurück. Und Peter Klause, danke für den Resub im 18. Ja, moin. Milch zu sagen ist besser als Alkohol, also trinkst du Milch mit Rauchgeschmack anstatt Whisky XD. Okay, machen wir. Herr Anonymous, vielen lieben Dank. Nochmal. Dankeschön. Wir machen Treffen und sagen Corona-Demo, dann dürfen wir alle kommen. Hey, ach, oh mein Gott, bitte nicht. Können wir die, ey, das ist absolut der falsche Stream für sowas. Außerdem bin ich die falsche Person für sowas. Vor allem den Zustand. Lass uns gar nicht darüber reden. Lustigerweise hat sich für mich seit der Pandemie nichts geändert. Im Gegenteil, ich arbeite sogar mehr. Ist halt auch unterschiedlich, ne? Ich meine, ich habe die meiste Zeit auch nur zu Hause gehangen. Aber ich glaube, das ist im Kopf was anderes, als würdest du denken, wenn ich will, kann ich da hingehen und das machen. Der Unterschied zwischen dem und ich kann es nicht. Wisst ihr, was ich meine? Statt der Verkauf mit Corona, bitte. Ja. Hast du mit Stamer wieder gesprochen? Nee. Ich lug ab und zu mal bei seinem RP damit. Aber so? Nee, hab ich nicht. Schon was länger nicht. Aber ich kann über solche Sachen auch nicht reden, weil hab ich keine Ahnung von. Ich krieg das auch nur am Rande mit, genauso wie ihr. Könntest du mal in den Garten gedacht? Ich habe tatsächlich bei YouTube so eine Doku gesehen über so Kleingartenvereine. Wo die sich gestritten haben, weil die Hecke 30 cm zu hoch war. Das ist wie bei LN, darfst du einen Monat nicht und willst deswegen. Ich gehe im Normalfall wenig raus, außer mit dem Hund. Aber die Tatsache, dass man nicht darf oder soll, macht schlimmer. Ja, das ist aber so ein Kopfding, ne? Einen wütenden deutschen Brief schreien, das ist true, Karen. Und hallo. Wie schwer ist es, auf den Server zu kommen, wo du spielst? Nicht so, es ist auf keinem Server schwer, drauf zu kommen, Bruder. Okay, wenn du vielleicht das allererste Mal spielst, kann das ein bisschen verwirrend sein, wegen den ganzen Regeln, die auch abgefragt werden. Aber machst du dir einfach einen Spicker. Merkt eh keiner. Sind wir unter uns. Spielst du als erstes dich selber und dann geht das schon fit. Egal, lass mal diese Corona. Habt ihr die Debatte probiert? Was sagt ihr? Ja, Mann, scheiß mal auf Corona-Chat. Lass mal über Dings reden, Hot-Tube-Streams.
Da habe ich auch. Ich habe sogar bei einer Umfrage von Twitch teilgenommen. Vor ein paar Tagen. Da sollte man hinschreiben, was einem momentan nicht gefällt oder ob man negative Presse irgendwo mitbekommen hat. Auf Twitter oder so und irgendwelchen Links. Da habe ich reingeschrieben, dass dieses neue Phänomen mit den Hot Tubes mich nervt. Nicht wegen der Tatsache, dass die da irgendwie nackt sind oder so oder halbnackt sind, sondern eher vielmehr, dass die ihren Twitch-Kanal dafür benutzen, auf pornografische Sachen umzuleiten. Das ist nämlich das Schlimme daran, finde ich. Boah, ich habe heute Chili con Carne gegessen. Viel Spaß, ne, auf dem Club, oder? Was gab's denn heute zu essen, der Herr? Boah, ganz typisch Burger, Mann. Fast Food, beste. Mann, Hot Tubes-Typ. Enkelin haben wir schon hinter uns. Und Van Matterhorn, Dankeschön für den Reset im 7. und Tukulu. Aber RP-Style. Du glaubst doch nicht, dass Twitch das juckt. Die machen Millionen damit und deswegen machen die ja nichts gegen. Okay, wir reden doch nicht über HotTube. Ich merke gerade. Egal, lass über was anderes reden. Lass Dings. Danjo Cop, stimmt. Danjo habe ich gesehen beim Stay. Der wurde, der spielt ja auf Mission in Medic und da wurde er irgendwie weggepowert aus dem Medic-Dings raus. Weil das beste Beispiel dafür ist, dass Danjo ist wie so ein Zukunftsblick für dein eigenes Ich, wenn du Drogen nimmst. Dann weißt du, wo du enden wirst. Kein Schuss oder so oder kein Hate an Danjo. Aber der Typ ist maximal verplant, Alter. Tatsache, ja, hab ich gesehen, Tatsache. Und dann hab ich bei Stay reingeguckt und dann taucht der da auf, Alter. Und ich dachte nur so, oh mein Gott, Bruder, du bist jetzt so auseinandergenommen. Aber der konnte sich gut retten. Der hat nicht ganz so verkackt. Ich hab gedacht, der wird jetzt komplett zerrissen. Ah, Bruder. Emmekes, den kannst du für alle Ewigkeiten wegklatschen, bitte. Dankeschön. Ach, Tatsache, hast du gesehen? Tatsache? Ja, hab ich gesehen. Tatsache, Junge. Dungeon ist aber lustig. Und ist ein ganz lieber. Und Deadjumper, dankeschön für den Reserve im 19. Monat. Moin, Genosse, was geht? Ich hab gehört, es gibt bald eine Ankündigung von Yuri in Dear of Unity. Hat Tying was gesagt oder was? Ich darf leider über Interner nicht reden, wegen NDA-Shit. Deshalb will ich nichts anschneiden. Er ist schon Legende im PD, die fangen Tatsache alle mit Tatsache an. Oh mein Gott, Junge, Alter. Die fangen Tatsache alle mit Tatsache an, okay. Ach, Dungeon ist einfach zu geil. Egal, was er spielt, hat immer so einen Tick im Chat. So gut halt Billy schon Tatsache. Der Typ ist einfach nur Kicker, Alter. Aber nicht mal auf schlimme Art und Weise Kicker, dass er dich irgendwie verarschen will, sondern, ja, der ist halt einfach eben so. Ja, der hat da gestern was verlaufen lassen. Ich sag nix, kein Bock, Ärger zu bekommen. Ich kann nur so viel sagen, ich habe die letzten Tage auf jeden Fall Zeit damit verbracht, irgendwie meinen Rhythmus vernünftig hinzubekommen. Auf jeden Fall den Weg dahin. Und ich habe an anderen Dingen gearbeitet, mit Juri und Slava zusammen. Und alles Weitere wird man dann sehen, wenn es offiziell ist. Wenn da überhaupt was kommt, ne? Ah, lustig. Ich fühle mich gerade richtig angegriffen. Bitte nicht, ich heul sonst. Dann Joe ist dein 31er, warum nicht denn? Wir sind jetzt morgen, Bros, ja, Mann. Ich verbrenne im WoW Retail, hab nichts Angst zum Zucken, oh mein Gott. Nee, die 7B ist unterwegs. Das ist aber lustig irgendwie. Imagine, dein Leben ist einfach so langweilig, dass du dich irgendwo hinsetzt und jemanden beleidigst und dann auf irgendeinem Schimmel-Teamspeak hockst mit deinen komischen Schimmelfreunden und dann lachst. Ah, ich hab gerade rund geschrieben. Geh duschen, Junge, und such den Job. Und quatsch mir nicht voll. Jetzt kriegst du eine. Kriegst eine Eiskugel. Du Affel, du. Kennst du die Videos von Milchbaum, wie sie mit ihren Hatern im Discord redet? Das ist so gut. Hab ich das schon mal erzählt, Prepper? Ich war auch schon im Discord-Call mit der, ne? Und da habe ich auch aus Versehen was ganz Dummes gesagt, weil die mit einer gewissen Person echt Stress hat. Und über die gewisse Person habe ich Milchbaum kennengelernt damals mal.
und habe die während des Livestreams, während ihres Livestreams darauf angesprochen, ne? Also nicht wegen dem Stress, den sie hatte mit der Person, sondern so, yo, und was macht der und der oder die und die? Junge, da war richtig Totenstille dann im Stream, Alter. Die hat mich in dem Moment so gehasst, ne? Du Hund verboten? Ne, ist nicht verboten, schreibt ruhig. Morgen, Bros, kreuzt dir auch die Pips, na klar. Juri und ich und Slava haben auch in anderen Sachen rumgewerkelt, die... Fuck, jetzt habe ich hier doch verraten. Es kommt nichts. Wir haben aber an meinem GTA rumgewerkelt, werdet ihr gleich sehen. Ein paar Sachen ausprobiert. Eine Sache davon ist noch verbuggt, die muss ich dann die Tage irgendwann fixen. Boah, Junge, ich bin so neben Spur, Alter. Ich mache jetzt Duftkerzen und GMRP und halt einfach besser die Fresse. Das sollte ich eh machen. Mila, heute da sagst du und heute ruhig sagst du? Ja, heute auf jeden Fall ruhig. Und Mila müsste da sein. Die zockt momentan irgend so ein Zoospiel, Alter. Hast du die Lags weg? Ich habe NVE wieder deinstalliert. Ich hatte Lags? Was für Lags hatte ich denn? Hatte ich Lags? Ich weiß nicht mehr. Aber ja, das, was Juri schreibt, das ist Rage MP, da hast du immer Lags. Was ist denn jetzt eigentlich mit dem Waffendealer? Ja, nix, der läuft. Nur nicht on-stream. Esbelle, ich habe gesagt, ich zeig den mal, aber das ist halt, ja, ich habe übelste Brain-Lags, Alter, des Todes. Ich muss auch ganz schnell ins RP. Und Mikaso, danke schon für die Prime-Sub im 7. Lags, hatte ich Lags? Ja doch, hatte ich. So ganz komische, ne? Aber ich habe NVE wieder runtergeworfen. Ich zeig euch gleich, was ich gemacht habe. Werdet ihr eh sehen. Bisschen rumgewerkelt. Bin da mit Slava und Juri so was am Basteln für mich. Und für die. Hat nichts mit Unity zu tun, hat mit meinem GTA zu tun. Please no Rechnung von 70 Millionen Euro. NVE ist eine Grafikmod, Benz. Quasi das, was Ty gerade benutzt. Und ich glaube, Stay hat die auch drauf. Aber die haben ja alle Computer für 70.000 Euro oder Streaming-PCs. Da funktioniert das natürlich. Ordentlich. Immer, Benz, immer. Was ist denn hier los? Pinsel hat gefragt, ob wir mal Bock auf ein anderes Game. Eigentlich könnte man mal wieder Geister spielen, dann kamen endlos viele Updates, Alter. Das wundert mich eigentlich. Der pusht halt immer nur Updates. Eigentlich können wir mal wieder Geister zocken, ne? Aber nicht heute. Das sag ich jetzt schon mal. Ich würde halt nicht mal checken, wenn ein Geist von mir rausgesprungen kommt, Alter, weil ich den gar nicht sehe. Könntest du mal nur zu die Partnerin und verdienst richtig Geld. Was für Partner denn? Welche Partner? Du meinst also die Spiele, die man spielt und dafür bezahlt wird? Ist da jetzt momentan auch wieder so ein neues Spiel draußen, hab ich vorhin schon nur gesehen. Dieses komische Dings da. Irgend so ein Shooter-Game. Ja, Enlisted, genau. Ich bin immer noch für Sea of Thieves Stream. Nein, Geist hat Bock gemacht, Mann. Dieses Ding von Salty, wie heißt das? Garlic oder Gartic Phone heißt das. So ein Browser-Spiel. Das neue Shadow Raid Legend, sagst du? Weiß ich nicht. Was mit Guild Wars? Ja, momentan Pause. Muss ein bisschen klarkommen wieder, ne? Mr. Reeps, Dankeschön für den Prime im 19. und Tukulu. Raid Shadow Legends würden alle feiern. Ich hab da Tatsache gespielt und Jamar zockt das. Hab ich vorhin noch mit dem drüber geredet. Tatsache. Jamar zockt immer noch Raid Shadow Legends und er hat bis heute nicht 1 Euro darin ausgegeben. Und ist endkrass weit. Spiele sind nicht immer schlecht. Ja, zum Beispiel, ja, oder halt Key-Seller-Seiten, je nachdem, wie gut du damit fährst, Hightech und so. Key-Seller-Seiten habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Hatte ich damals mal von Kinguin Angebot. Und da haben meine Mentoren mir geraten, yo, wenn du damit so cool bist, dass da quasi shady Stuff im Hintergrund läuft, dann mach es. Und wenn nicht, dann tut nicht. Da habe ich gesagt, yo, mach ich nicht. Ist mir zu shady, passt nicht. Ist komisch.
so ein verkacktes Handygame einmal im Monat spielen, so ja, meinetwegen, wenn es unbedingt sein muss, weil ich das hier anders nicht mehr halten kann oder so. Oder einfach nur für den Cash-Boost. Okay, aber keine permanente Werbung für irgendwas. Wenn das einmal im Monat so ein Stream ist, der morgens um 8 Uhr angeht, Alter, wo 30 Leute zugucken, so juckt mich das nicht. Und wenn ich das vorher transparent mit euch bespreche, ne, wie die letzten Partnerschaftsanfragen auch. Aber nicht permanent irgendwelche komische Werbung. Und damit meine ich jetzt nicht Hightech. Ich krieg sehr oft E-Mails, aber die sind alle immer so komisch. Das liest sich meistens immer wie irgendwelche Scam-E-Mails. Als würde irgendein Prinz mir 500 Millionen Dollar geben wollen. Bitte kein Pulver, nee, würde ich nicht machen. Haben wir ja schon letztens geklärt, Chat, mit dem Effekt, mit den Effekt-Energy-Dingern. Ich trinke das halt nicht, also passt das auch nicht. Und ich trinke auch kein Pulverzeug, also passt das auch nicht. Ankerkraut, ich koche nicht, Junge. Kann man Ankerkraut im Toaster werfen, dann gerne. Ansonsten, nee. Ich trage auch keine Deichmann-Schuhe oder so, wo ich sagen würde, jo, die Schuhe sind richtig cool. Dass ich dafür Werbung machen würde, weil ich dahinter stehe. Wo ist mein OG hin? Da ist doch da. Ja, das ist Twitch, Esperle. Tag, Rati. Vielleicht kommt mal irgendwas Cooles, was hier passt. Dann mache ich das auch bestimmt. Here we go again. Smokey McPot, vielen lieben Dank für $420. Hier hast du Cash Boost. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Und Pia Smites, Dankeschön für den Resub im 4. Monat, Stufe 2, danke. Trinkst du allgemeine Energies? Nein. Ich hab mal, das ist aber jetzt schon, weiß ich, das war sehr lange her, man, schon 7-8 Jahre, eine Zeit lang Red Bull und so getrunken. Aber das hat mich irgendwann hibbelig gemacht, Alter. So, und dann, das ist ganz komisch. Ich hatte eine ganz komische Beziehung dazu und seitdem habe ich das nie wieder getrunken. Ist nicht meins. Für Iboflam-Werbung machen. So Toasterschnitzel-Werbung wäre doch was. Na klar, Junge. Hallo, Egel, guten Abend. Tillmanns Toasty, kann man den Toaster packen? Ja, dafür würde ich Werbung machen. Warte, was geht ab, Kimimi-Boy? Ich bin schon 40 Minuten am Quatschen, Alter. Die Zeit vergeht wie ein Flug. Aber heute müsst ihr mich ertragen, habt ihr Pech gehabt. Ich bin grumpy, müde, Alter. Ich bin alles. Lasst mich ja in Ruhe mit dem Scheiß. Was macht dein Preamp vor dem Mischpult? Ich könnte da... Papa, oder du stellst mir Fragen gerade, ne? Ich bin froh, wenn ich meinen eigenen Namen gerade buchstabieren kann. Ich übertreibe ein bisschen. In dem Preamp ist zum Beispiel ein D-Esser und so drin, wenn ich Worte mit einem S sage, so mit Zzz, dass das nicht wehtut im Ohr. Und Noise Gate ist da drin und verschiedene Equalizer, damit ich so klingen kann wie eine Radiostimme. Was ich aber nicht eingestellt habe. Ganz, ganz leicht nur. Wenn du eh nicht kochst, die mit J-Food und Boom Rich Rich. Yeah. Nee, ich bin nicht sauer. Ich bin nur verplant. Absolut verplant. Und deshalb gehen wir jetzt auch in den Pommes. Ja, mein Trinkpäckchen würde ich machen. Obwohl, ich glaube, das ist auch von Nestle, ne? So. Nee, du hältst die Klappe. VOD hat Sound. Raja MP. Let's go. Nestle gleich Satan. True. Popmonster Lamm ist geil. Und dieses Einhorn ist auch gut. Schreib mir von den Namen von deinen Subs auf deinen Körper, dann kommt Cash Boost. Mach ich doch. Könnt ihr nur nicht sehen. Mr. Why so serious? Guten Appetit. Ist doch eh alles Nestle Ferrero. Ja, nicht alles, aber 90%. Hallo Iceman.
Und Mello, Dankeschön für die Resub im 14. Monat und hallo. Du magst Kinderpinguin nicht, Mann? Voll geil. Hab ich da gerade einen Hot-Tube-Stream gehört? Eine Sache hat das gut ab. Boah, Alter. Eine gute Sache hat der Tag heute. Wenn ich streame, gehe ich nicht um 21 Uhr pennen, sondern erst um 11 oder um 0. Oh, ich muss euch was zeigen. Aber ich habe das eh schon gespoilert im Discord. Ein Dodge, nee, kein Dodge, sorry. Wir sind nämlich ab heute Team Hashish.